add the sun cover. Estamos en Jaén, la situación es desesperante, tenemos un 20% de cosecha y es debido a la ausencia de agua. Hay un estrés hídrico impresionante. Estamos en el sur de España, Andalucía, situación extrema, necesitamos agua, producción este año 20-25%, una ruina. Pues mi suelo necesita poder transmitir a los cultivos todos los niveles de nitrógeno, fósforo, potasa y oligoelementos que le he añadido, y el problema que tengo es que si no hay pluviometría, pues los cultivos no lo absorben, con lo cual lo que necesita fundamentalmente es agua. Mein Bodendamm am Stadtrand von Zürich ist durch die immer effizientere Produktion und die wachsende Siedlungsfläche unter Druck. Ich wünschte mir mehr Wertschätzung und mehr Verständnis von den Konsumenten, dass wir hier auf unseren Böden gesunde Nahrungsmittel produzieren können. Das hier hinter mir, das ist Boden, der zwei Jahre lang unter einem Baustellenplatz und unter einem Humusdepot ist verschwunden gewesen, 2 Meter Humus oben drüber. So ist er jetzt wieder vorgekommen. Und wir werden jetzt 3 Jahre lang versuchen, den Boden zu regenerieren und hoffen, dass der Boden wieder genauso fruchtbar wird, wie er vorher war. Bundan 20 sene veya 25 sene önceki topraklarımız yok. Haliyle işte ilaçla, gübreyle biz toprakların dengelerini bozmaya başladık. Şimdi arpa buğday artık ekmiyoruz. Bizim topraklarımız tuzlu. Tuzluktan dolayı yeterli verimi alamıyoruz. Alamadığımız için uğraşıyoruz. Şimdi tuzlulukla mücadele etmiyoruz. Niçin etmiyoruz? Girdilerimiz yüksek olduğu için bunlarla mücadele etmiyoruz. Bir de şehir merkezine çok yakınız. Yani nereye kadar yapacağız? Nasıl yapacağız? Arkamızdaki nesil yapacak mı, yapmayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Wir jetzt als Biobetrieb stehen immer in dem Konflikt viel Bodenbearbeitung, die wir teilweise durchführen müssen, um den Unkräutern Herr zu werden. Aber natürlich bedeutet viel Bodenbearbeitung auch Nachteile, wie zum Beispiel Humusaufbau. Den Humus wollen wir natürlich gerne im Boden halten. Ich würde sagen, das größte Problem ist die Wasserversorgung. Ne, es ist die Gesamtmenge aufs Jahr gesehen. Also die Winter waren jetzt nicht so richtig nass, die Sommer waren sehr trocken. Und die Wasserreserven, die wir im Boden hatten, haben wir eigentlich weitestgehend aufgebraucht. Ja, durch die Trockenheit sind halt die Pflanzen geschwächt und dadurch natürlich auch erhöht der Schädlingsdruck. With the way that the climate has changed over the recent years, with extreme droughts and also extreme flooding, the main challenges on the farm here would be with the land being so light, is trying to preserve moisture in the soil for during the summertime and then also in the wintertime to have sufficient cover on the soils to stop erosion. Even with extensive soil testing, we test every acre here every 2 years, it can be challenging to understand the relationship between the different nutrients in the soil and how to release each nutrient correctly for the crops. Sfide trovare un conto terzista per fare certe lavorazioni per la difesa del suolo, sempre. Perché sono attrezzature che costano e non tutti si possono permettere. En av de store utfordringene vi har er at vi har mye tung redskap som gjør at vi pakker jorda og bryter ned mye av det mikrolivet og det vi har bygd opp underveis. Utfordringen er å tilpasse jordbearbeiding, gjødsel og plantevern, sånn at man bygger opp jordlivet og ikke bryter det ned.